Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wir spielen hier mal wieder GTA 5. Und ja, wie immer, das Stuntrennen. So, machen wir so, passt. So. Ja, den Stunt Chili hat. Bin ich sogar schon mal gefahren, war echt interessant. Letztes Mal, ich weiß gerade nicht. 7, 8. Na, 8 Leute, passt eh. Schauen wir mal, ob wir wieder Trotteln da drin haben oder nicht. Dass man keine eigenen Autos nehmen kann. So. Und go! Turbostadt Flamme hier gelegt. Havara! Kommt da vor? Ach scheiße, Alter, wieso lenkt das scheiß Auto nicht ein? Meine Fresse. Beginnt ja schon mal gut. Der Sprung war ein bisschen verschissen. Jo. Der ist ein bisschen geflogen. Ein bisschen viel geflogen, ey. Das war jetzt einfach abnormal. Ich sollte vielleicht aufhören. Das hat man neu gebraucht. Fünfter, ja. So. Dann nehmen wir wieder den Turbo mit und ab in die Röhre. Ah, ich mag die irgendwie. Am Anfang war es cool, jetzt ist es ein bisschen. Naja, geht so. So. Jutta, ja. Schauen wir mal, wie lange wir das halten können. Weil der. Dieser Hurensohn. Ey. Dieses Drecksauto ist auch so behindert. Es dreht sich so schnell. Die Sending ist von den Autos her krass. Muss man ehrlich sagen. Oh, schaut, dass ich einfach meinen eigenen T2-Internet fahren kann. Ja, ein bisschen geiler, weil dann da die alle verblasen, also die meisten. Ich kann's vergessen, dass man die einholt. Ah ja. Ja gut. Immerhin Fünfter. Wenn man das jetzt versahne, dann weiß ich es nicht. Weil dann knallt's. Boah, Glück. Gerade nur, dass wir das geschafft haben, ey. Weil das Handling ist ja von dem Auto natürlich geht das hoch rein.
Der Japaner Punkt, das eben. Sturzflug ist so geil, finde ich. Was ist jetzt so? Also, wenn da Radio irgendwo steht, ist nicht so wichtig. Weil ich hab die Musik einfach auf Null gestellt, also es kann nichts passieren. Jetzt haben wir wieder 8 Leute, yay! Starten. Warum sind immer die Volltrotteln da? Hust. Was geht ja? Da ist ja eigene Fahrzeuge, ja, dann nehmen wir gleich mal den. Schau so jetzt halt lang rum. Wegen Bugatti kommen die daher, ah ja. Ich meine, das Auto ist schon ein Biest. Von der Beschleunigung her. Ich würde jetzt mit Vollgas reinfahren. So ein Schlag bin ich auch nicht. Ja. So Hurensohne! Meine Fresse! Ich glaube, ich werde da halt noch ein bisschen rumreitschen. Schlecht, Alter. Sonst knallt. Gut, das war nicht mit Absicht. Ich wollte ja noch lenken, irgendwie ist nichts mehr gegangen. So. Vom letzten Platz auf den dritten Platz muss man auch mal zusammenbringen. So, ich nehme einen Windschatten. Du darfst auf Windschatten nehmen. Kennt er den Windschatten nicht oder wie? So, und tschüss. So.
Das könnte ein enges Rennen werden. Der Brot ist in der Höchstgeschwindigkeit besser und der T20 in der Beschleunigung. Das heißt, geraden wird er mich putzen, in Kurven wird ich ihn putzen, so auf der Welt. Und dann nimmt sie den Windschatten. Blöder Penner. Kommt davor. Bald Rauten. Man schiebt halt keine anderen Leute weg, er tötet mir einfach nicht. Ja, wenn's aus Versehen passiert, ja, aber nicht die ganzen so penetrant. Ja, und den einen habe ich auch mit früher mitgenommen. Aber das war nicht Absicht. Die geht ja Anfangszeiten der Bugatti, also der da. Wo das eher das derigste Auto war. Und jetzt weiß ich nicht. Gibt 50.000 Autos und die 10.000 Millionen gefühlt. 10.000 Millionen. Was denn? Das ist auf jeden Fall immens für Kosten. So. Windschatten, Windschatten, Windschatten. Oh, fuck. Windschatten, Windschatten. Und. Oh, Hurensohne! Alter, das ist so ein Arschloch! Alter, das war ein Arschloch, Alter! Nur wenn man nicht verlieren kann. Sag ja, Raging Mode. Und denke mir aber, juckt es gar nicht mehr. Ja, für dieses Manöver sollte der Achter werden. Was labert der? Na, immerhin 500. Alter, 500, ja. 5000 haben wir wieder bekommen. Turbine ist geil. Helmpflicht. Ah ja, warum steht da Helmpflicht? Das kann witzig werden. So, bis das der mal wieder den Startknopf gefunden hat, kann ich wieder dauern. Kann ich noch Jahrzehnte dauern. Warum treten jetzt auf einmal so viele bei? Ja gut. Was hat... Ja, sehr an, Trotter. Jetzt streiten sie die wieder über eigene Fahrzeuge.
Die zwei Minxe glaube ich nicht wirklich. So, jetzt kannst du aber. Ach Gott, ey, wie viel kommen noch? Jetzt kannst du starten vielleicht, oder? Ja. Auf 15 von 16 Euro. Das ist. No look, ah ja. Ich mach das gerade auch noch, weil man gerade fad ist. Genau. Ja, die haben wir eigentlich schuldig. So, eine Runde. Soweit ich weiß, ist das ein Punkt. Na, nicht einmal. Du Wichser, ey. Solche Arschlöcher, Alter. Aber fick dich, wir sonst knallt. Naja, öfter. Mit dem Assi-Manöver besser, ja, naja. Naja, gut. Da macht er einen Abgang. Das sind wir auf dem 10. Platz, 9. Platz sogar, ja, passt eh. Gott, 8. Ah ja. Boah. Es schreien mich Leute an, ja. So muss ich dann lesen. Warum? Also, das erste Rennen, wo ich da auf der Map gefahren bin, Nüsse, da bin ich nicht durch die Gegend geflogen. Das Auto fährt sich komisch an. Fühlt sich komisch an, fährt sich komisch. Auslegungssache. Fick dich! Ich habe mich sogar noch aufgeholfen, ey. Kann er sich gleich mal bei mir bedanken. So. Und tschüss. Nein, da mal. Au. Die Federung wird sich darüber freuen, wenn man so über Bodenwellen drüber knallt. So. Checkpoints noch. Naja, ist noch ein bisschen zum Fahren. Ich hoffe, dass ich da nicht nur mehr vergeige. Weil so unterm Top 10 in dem Sinn bekommst schon einiges. So. Jetzt kann ich großartigen Vorfehler mehr machen. Es ist eh gleich zu. Ist nicht mehr viel. So. Ah. Adrenalin. Und zieh, 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 zieh. Ja, eigentlich.
Ah ja, da werden wir schon ein bisschen genügend Kohle mitnehmen. Den ändert jetzt einfach mal voll. Aber der hat es noch nicht so richtig mit vorhin verstanden, also Luft, Airtime. Ich bin Fünfter, yay! Müsst ihr mich forschen? Das ist nix. So. Ne, ich würde mal sagen, das war das Schlussrennen. Ich würde mal und würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.